Windkopf, Stinktopf, fauler Schlingel, kratz den Kopf, zieh den Schopf. Grintopf, Stinktopf, fauler Schlingel, kratz den Kopf, zieh den Schopf. Lasst mich in Ruhe. Herr, scheucht das Gesindel weg. Und dann, wenn es euch recht ist, lasst mich in Frieden. Du könntest dich nützlich machen. Trag mir dieses Paket nach Hause. 3 Piasterlohn wären dir sicher. Und dazu ein Rat. Lass dir die Haare waschen und den Kopf mit Rosenöl einreiben. Dann bist du bald den Grind los und wirst nicht mehr verspottet werden. Wenn der Herr meint, 3 Piaster und 3 Klimpern in meiner Tasche macht 6. Bei aller, das könnte genügen. Aber besser wär's, noch einen draufzulegen. Was flüsterst du da? 3 und 3 macht 6. Und 6 und 1 macht 7. Einen mehr müsst ihr mir schon in die Tasche schieben. Dann würde ich euch ein Kunststückchen zeigen. Ich verstehe dich nicht, aber wenn es nur um 1 Piaster geht, will ich nicht kleinlich sein. Du trägst das Paket und bekommst 4 Piaster. Und nun zeig dein Kunststück. Gemach, gemach. Ihr lasst mir hier kaum Zeit zum Atmen. Ein paar Tage dauert es. Wer schüttelt denn ein Kunststück aus dem Ärmel? Du machst mich neugierig. Die ganze Stadt wird davon reden. Ihr werdet sehen. Da, nimm deine Last. Du erhältst den Lohn, wenn wir bei meinem Hause angekommen sind. Verehrtester Scherbetschi, euer kühler Trank duftet über die ganze Straße. Welch ein Wässerlein, sauer und süß zugleich. Ihr habt den rechten Scherbett. Euer Ruhm zieht sich durch die ganze Straße. Willst du was kaufen, dann red nicht lang. Aber sicher hast du gar nicht das Geld dazu. Ja, dann mach dich aus dem Staub. Vertreibst mir die Kunden mit deinem grindigen Kopf. Da vergeht ja jedem der Geschmack, wenn er deinen ungepflegten Kopf sieht. Was kostet dein Becher? Du hast Geld? Gut, dann gib mir 2 Piaster. Nimm einen Becher, trink aus und verschwinde. Hier die 2 Piaster. Aber jetzt will ich nichts trinken. Bring um 12 Uhr einen Becher von deinem süß-säuerlichen Saft ins Badehaus. Sage dem Türsteher, der Sohn des Herrschers von Indien habe den Saft bestellt und wolle ihn im Bade trinken. Ich verstehe zwar nicht, was du meinst, aber wer das Geld in der Hand hat, fragt nicht mehr. Ich werde um 12 Uhr dem Sohn... Was sagtest du? Sohn des Herrschers von Indien. Den Sohn des Herrschers von Indien mit einem Becher des köstlichsten Saftes bewirten. Diese Pastete nehme ich. Willst du sie gleich essen? Soll ich sie einpacken? Was kostet sie? 3 Piaster. Nicht gerade billig. Da sie aber nicht für mich ist, sondern für den Sohn des reichen und mächtigen indischen Padishahs... Nicht für dich? Wie kommst du zum Padishah von Indien? Du mit deinem grindigen Kopf. Und dir wächst die Dummheit schon aus dem Hirn. Das ist erst der rechte Grind. Nur, dass man ihn nicht gleich sieht. Willst du also deine teure Pastete verkaufen oder nicht? Natürlich. Natürlich, zu Diensten. Zu Diensten, Herr Grind, Meister Grind. Also dem Herrscher von Indien. Natürlich, zu Diensten. Bring um 12 Uhr die frische Pastete ins Badehaus. Sage dem Türsteher, der Sohn des Padishahs von Indien habe sie bestellt und möchte sie nach dem Bade essen. Der Sohn aus Indien. Unglaublich, aber danke, zu Diensten. Natürlich. Empfehlen. Riech doch mal. Mhm.
Riecht in der Tat vorzüglich. Schicke für 2 Piaster Tabak ins Badehaus. Ins Badehaus? Und du machst dich über mich lustig. Der Sohn des Padischahs von Indien hat beschlossen, ein erfrischendes Bad zu nehmen. Kurz nach 12 Uhr wird er aus dem Wasser steigen, dann wünscht er, seine Wasserpfeife zu rauchen. Ich werde pünktlich sein. Dieser Grindkopf in unserem Bad? Hier verkehren nur vornehme Leute. Wie kommst du herein? Du verschmutzt unser Bad. Man wird sagen, sein Grind steckt an. Er hat einen Hautausschlag am Kopf. Mit dem wollen wir nicht baden. Raus, schnell, schnell! Ich möchte, dass du mir warmes Wasser über die Schultern schüttest. Aber mische es mit einem aromatischen Öl. Ich bin es gewöhnt, nur die besten Kräuteröle auf meiner Haut zu spüren. Ich will, dass du mir meine Kopfhaut massierst. Halt den Mund! Hier wird nicht gespottet. Was nimmst du dir heraus? Ich lass dich aus dem Bad prügeln. Diener! Diener! Rasch, wirf ihn hinaus! Du hast gerufen? Pack ihn, wirf ihn hinaus! Au, au! Das wirst du bereuen. Du wirst den Boden vor mir auflecken. Au, au! Du weißt nicht, wen du vor dir hast. Ich will... Diener, du solltest nachsehen. Oh, da kommt schon unser Herr. Zu Diensten, Herr, zu Diensten. Wer schreit hier so? In einem Badehaus soll es ruhig sein. Er hat mich geschlagen. Dieser unsaubere Grindkopf verschmutzt das Bad. Bei uns herrschen Ordnung und Sauberkeit. So ist es. Leute sind an der Türe. Soll ich? Ich werde hinausgehen. Das werden sicherlich die Verkäufer sein. Du kennst die Leute, ohne sie gesehen zu haben? Hier ist ein Becher mit Scherbetsaft für den Sohn des Herrschers von Indien. Den Sohn des Padischah, so wie es mir aufgetragen wurde. Der Sohn des Padischah? Wo ist er? Im Badehaus. Man sagte mir, er würde um diese Zeit ein Bad nehmen und dann den Saft trinken wollen. Gut, gut, der Saft. Und hat man die Pastete noch nicht gebracht? Was sagtest du über eine Pastete? Bei mir gibt es keine Pasteten. Bitte nehmt die frische Pastete in Empfang. Sie soll dem Sohn des Padischahs von Indien gut schmecken. Eine Pastete für den Padischah? Nein, für seinen Sohn. Kannst du nicht hören? Jetzt fällt es wie Schuppen von meinen Augen. Ihr Herr verzeiht. Wie konnte dies geschehen? Bademeister, hattest du keine Augen im Kopf? Ich konnte nicht ahnen. Ich entschuldige mich tausendmal. Ein Becher mit Saft, eine prächtige Pastete für den Sohn des Indischen... Wo ist der Indische? Oh, Allah, welche Trottel von Angestellten und Dienern hast du mir beschert. Leg die Pastete hier hin. Aber... Da gibt es kein Wenn und Aber. Aber da ist auch noch ein Säckchen mit Tabak. Dann her mit dem Tabak und dann nimm die Beine unter den Arm. Rasch, das Badetuch mit den Goldeinfassungen. Ich werde dich eigenhändig, zweihändig prügeln. Nichts nutzt, Dummkopf. Ach was, lasst ihn unbestraft. Ihr bittet für ihn? Er hat euch geschlagen. Aber das Badetuch soll er holen und bring das beste Öl. Mit dem Öl wollen wir, verzeiht Herr, eure Schüppchen betupfen. Die lange Reise, der Staub der Straße. Mein Herr, wir werden bald alles kuriert haben. Thank you.
Auch die Wasserpfeife und frischer Tabak wurden für euch abgegeben, edler Herr. Aber ihr wisst ja... Gut, gut. Stellt sie dorthin. Doch wo sind meine frischen Kleider? Ich hatte angeordnet, dass mein Diener... Sorgt euch nicht um die Kleider. Ich biete euch meine Sonntagskleider an. Die, die ich noch nicht getragen habe. Feinste Ware. Wartet nicht auf euren Diener. Verschmäht nicht mein Angebot. Es ist mir eine Ehre, euch ein solches Angebot machen zu können. Geht zu meiner Frau. Sie soll die neuen Festtagskleider aufbügeln und in jede der Taschen ein paar Geldstücke stecken. Du machst dir zu große Mühe. Nicht jeden Tag betritt ein so bedeutender Gast mein Haus. Darf ich euch für diese Nacht ein Zimmer herrichten lassen? Ich werde meinen Diener bitten, ein Zimmer in der Herberge zu reservieren. Nein, bleibt diese Nacht unter meinem Dach. Und für morgen lasse ich euch einige Zimmer in der besten Herberge direkt neben dem Bazar reservieren. Wenn du mich so bittest. Da kommen die Kleider. Ich werde mich umziehen und dann noch einen kleinen Spaziergang durch die Stadt machen. Ich erwarte euch zum Abendessen zurück. Ich werde ein Festmahl vorbereiten. Meinem Haus ist eine große Ehre widerfahren. Ich küsse euch die Hände, Herr. Ihr macht mich und mein Haus glücklich. Allah hat eure Füße in mein Haus geleitet. Er sei gepriesen. Hast du schon gehört? Was denn? Wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht in der Stadt verbreitet. Er ist da. Wer ist da? Da drüben geht er. Der feine Herr? Wie vornehm er aussieht. Er ist der Sohn des Padischahs von Indien. Alle reißen sich darum, seine Gunst zu erwerben. Er ist sicher reich. Ist er nachts in die Stadt gekommen? Wo sind seine Pferde? Was geht das mich an? Willkommen in unserer Stadt. Gebt Almosen, hoher Herr. Nur ein kleines Almosen. Mach, dass du weiterkommst. Herr, entschuldigt. Der Bettler weiß nicht, wer ihr seid. Da, nimm. Ein Piaster ist genug. Er soll nicht umsonst gebettelt haben. Habt ihr gesehen? Ein Silbertaler. Der Fremde. Der Fremde muss reich sein, wenn er einem Bettler gleich einen Silbertaler gibt. Ich hab's ja gesagt. Jetzt aber nach Hause, schnell. Das muss ich allen sagen. Ich habe mit dem Sohn des Padischahs von Indien gesprochen. Ich habe gesehen. Schnell, schnell. Lasst mich gehen. Ich will mich umsehen. Wenn ihr Hilfe braucht... Gut, besorge ihr zwei Diener. Sie sollen morgen vor der Herberge am Bazar sein. Es ist nötig, dass der Sohn des Padischahs von Indien bewacht wird. Ich werde die Diener als Wache vor mein Zimmer stellen lassen. Mache er einen guten Lohn mit ihnen aus. Alles wird sein, wie ihr es angeordnet habt, Herr. Hab ich's nicht gedacht und gesagt? Das Kunststückchen entwickelt sich. Gib dem Kälbchen nur genug zum Fressen, wird's bald eine ausgewachsene Kuh. Mit ein paar Piastern habe ich begonnen. Und jetzt kann ich einem Bettler einen Silbertaler schenken. Wenn das so weitergeht, darf ich zufrieden sein. Es ist so laut hier. Woher kommt der Lärm? Hab ich euch angestellt, damit ihr mich stört oder damit ihr mir Ruhe verschafft? Mein Herr, ständig kommen Leute, um euch eine Ehre zu erweisen. Geschenke und Blumen häufen sich. Lasst sehen. Das nenne ich Ehre. Nun gut, dann schafft die Sachen in das Zimmer und besorgt eine Sänfte. Ich möchte mich durch die Straßen tragen lassen. Thank you.
Geht langsam. Ich möchte die Stadt, die mich so freundlich aufgenommen hat, genau sehen. Halt! Wem gehört dieser Palast? Das ist der Palast unseres Herrschers. Er wohnt hier mit seiner Familie. Warum machen wir dem Herrn Padischah der Stadt Stambul keine Aufwartung? Das geht nicht. Man müsste sich anmelden. Und warum bin ich nicht angemeldet? Ihr habt nichts angeordnet. Ihr sollt selber denken. Ich werde sofort... Ihr sollt mich zum Padischah von Stambul bringen. Platz für die Prinzessin! Aus dem Weg! Eine andere Sänfte? Wer stellt sich der Prinzessin in den Weg? Was ist denn los? Habt ihr nicht gelernt, sorgfältig zu gehen? Oh, ein feiner junger Herr. Wer seid ihr? Gnädige Prinzessin, wir tragen den Sohn des Padischah von Indien durch die Stadt. Den Sohn des... Und davon wissen wir nichts im Palast? Das wüsste mein Vater doch. Diener, umkehren schnell. Das muss ich meinem Vater sagen. Mein Herr und ihr, warum seht ihr mich so verwundert an? Ich hatte ja nicht erwartet, Besuch aus einem fremden Land hier anzutreffen. Warum schweigt ihr? Ihr verwirrt mich. Ich muss mich jetzt entfernen. Eine hübsche Person. Eine Prinzessin. Warum nicht auch eine Prinzessin? Dann wollen wir weitersehen. Machen! Weitergehen. Langsam weitergehen. Das kann nicht sein. Oder alle meine Polizisten und Grenzwächter sind Dummköpfe. Wie hätte er sonst über die Grenze kommen können? Warum hat man mir sein Kommen nicht gemeldet? Vater, rege dich doch bitte nicht auf. Ich will mich aber aufregen. Ich muss mich aufregen. Ich sitze hier und ein so hoher Gast kommt in mein Land. Aber ich erfahre nichts, nichts. Prügeln, auspeitschen sollte man die Kerle. Visier, sofort antreten, abtreten. Die Köpfe. Ihr habt gerufen, mein Herr. Gerufen, weil du taub bist, weil du blind bist. Weil du nichts hörst, nichts siehst, nichts weißt. Man soll alle Grenzwächter degradieren, abführen, zu einfachen Soldaten machen. Warum erfahre ich nicht, dass sich der Sohn des Herrschers von Indien in meiner Stadt aufhält? Wir mussten erst prüfen, nachforschen. Wir sind ratlos. Ihr seid kopflos! Ratlos, natürlich. Ihr seid alle ratlos. Ich muss mich aufregen. Oh, mein Herz, eure Dummheit wird mich noch umbringen. Bringt mir meine Medizin, sonst wird mich mein Herz umbringen. Immer diese Aufregung. Ich habe, wie ihr wisst, immer die Medizin für euer Herz bei mir. Da nehmt, beruhigt euch. Sagt, was soll geschehen? Vater, ihr braucht Ruhe. Nein, keine Ruhe. Visier! Sofort Diener aus. Sie sollen den Sohn des Herrschers von Indien suchen und ihn bitten, meine Einladung anzunehmen. Der junge Herr möge mir verzeihen, dass wir ihn nicht mit den gebührenden Ehren an der Grenze des Landes empfangen haben. Wieso haben euch die Wachen eingelassen? Ich bin der Vezier des Padischah. Was führt euch zu mir? Der Padischah... Der eine hübsche Tochter hat. Ihr kennt die Prinzessin? Ein kleiner Zusammenstoß, nicht der Rede wert. Sprecht weiter. Der Padischah, mein Herr, bittet den Sohn des Herrschers von Indien in den Palast. Er entschuldigt sich... Er entschuldigt sich? Bei mir? Euch nicht an der Grenze gebührend empfangen zu haben. Ein Versäumnis, für wahr, doch... Ihr verzeiht, gut. Und nehmt diesen Beutel mit Goldstücken als erstes Geschenk meines Herrn. Seine Stadt sei eure Stadt. Ihr mögt euch wohlfühlen bei uns. Wir erwarten euch. Die Palastsänfte wird in einer Stunde vor dem Hause stehen.
Ich empfehle euch dem Segen und Wohlwollen aller. Kommt her, ihr goldenen Mäuschen, lasst euch streicheln. Meine paar Piaster haben sich schon vermehrt. Hast du erst ein bisschen Geld in der Tasche? Kommt's nur darauf an, ein bisschen mehr Gedanken im Kopf zu haben als all die Dummköpfe ringsum. Wollen mal sehen, ob auch die Goldstücke noch Kalben und Junge werfen. Ich hoffe, dass es euch in unserer Stadt gefällt. Was kann ich noch tun, damit ihr die Unhöflichkeit vergesst, dass wir euch nicht an der Grenze unseres Landes empfangen haben? Darüber sollt ihr nicht mehr sprechen. Ich wurde gut aufgenommen, das genügt. Ich werde bald weiterreisen und gerne meinem Vater von eurer Gastfreundschaft berichten. Ich hoffe, euer Vater erfreut sich guter Gesundheit. Möge Ala sie ihm lange erhalten. Ach, da kommt ja mein Töchterchen. Willst du uns Gesellschaft leisten? Du sprichst nicht, aber dein Gesicht ist gerötet. Ach, ich wollte nur sehen, wer heute zu Besuch da ist. Wieder der Sohn des mächtigen Herrschers von Indien, wie du siehst. Hast du etwas gegen seinen Besuch einzuwenden? Die ganze Stadt redet über ihn. Ich? Nein, ich wende nichts ein. Heute sehe ich ihn zum dritten Mal. Ihr habt euer Taschentuch fallen lassen. Ich danke euch. Ich werde das Gespräch nicht länger stören. Meine Tochter hat das Tüchlein vor euch zu Boden fallen lassen. Wisst ihr, was das bedeutet? Es ist ihr aus der Hand gefallen. Nein, habt ihr nicht das Gesicht der Prinzessin beobachtet, wie sie euch angesehen hat? Sie hat mich angesehen? Nun gut, sie stand ja vor mir. Wenn bei uns ein Mädchen vor einem Mann ihr Taschentuch fallen lässt, so bedeutet dies, dass sie in ihn verliebt ist. Die Piasterlein haben schon wieder ein Junges gekriegt. Ja, wollt ihr? Darf ich fragen, ob ihr mein Schwiegersohn werden wollt? Jetzt wird's zu heiß. Grindkopf, sei vorsichtig. Ja, das klingt gut, aber ich wollte doch abreisen und ohne das Einverständnis meiner Eltern. Ihr wisst, mein Vater, der mächtige Herrscher von Indien. Ich werde also noch heute nach Indien zurückkehren, um meine Eltern zu fragen. Erspart euch die Mühe. Noch heute schicke ich meinen Boten mit einem Brief nach Indien. Er soll die Antwort eurer Eltern mitbringen. Oh nein, keinen Brief. Nicht nötig. Ich sollte doch selbst um die Erlaubnis zur Heirat bitten. Kommt nicht in Frage. Ich werde den Schreiber rufen, den Brief diktieren. Der Bote wird gleich losreiten. Wollt ihr in der Zwischenzeit in den Garten gehen und mit meiner Tochter plaudern? Ich springe zum Fenster hinaus. Ich steche mir den Dolch in die Brust. Jetzt muss der Schwindel herauskommen. Der Padischah hat den Brief abgeschickt. Was geschieht, wenn aus Indien die Antwort kommt, dass der dortige Padischah gar keinen Sohn hat? Da hat sich ein Junge in der Türkei als unser Sohn ausgegeben und will die Tochter des Padischahs von Stambul heiraten. Als unseren Sohn? Wer verspottet uns wegen unserer Kinderlosigkeit? Das ist eine Schande. Der Schwindler soll aufgegriffen und geköpft werden. Nicht so rasch entschlossen, liebe Frau. Denk nach. Der Junge ist ein Betrüger, gut. Aber wenn es ihm gelungen ist, dem Padischah von Stambul vorzumachen, er sei unser Sohn, muss er zumindest recht gescheit sein. Und er hat gesagt, er wolle sich ohne unsere Erlaubnis nicht verheiraten. Er überlässt uns also die Entscheidung. Sehr listig, sehr überlegt. Wenn wir der Hochzeit zustimmen, könnten wir, wenn auch auf ungewöhnlichem Wege, einen Sohn gewinnen. Wenn ich nachdenke, muss ich dir zustimmen. Was können wir verlieren? Nichts. Nichts. Aber vielleicht einen Sohn gewinnen. Ich werde dem Padischah von Stambul die rechte Antwort zukommen lassen. Oh, jetzt geht's mir an den Kragen. Oh, Allah, hätte ich dich doch nie gebraucht. Ich hab's nicht anders erwartet. Lieber Schwiegersohn, deine Eltern sind einverstanden.
Einverstanden? Meine Eltern? Ihr wollt ja mich auslachen. Gib meiner Tochter die Hand. Du scheinst verwirrt zu sein. Ja, die Freude verwirrt wie der Zorn. Das legt sich. Ob dir meine Medizin helfen kann? Nimm die Prinzessin in die Arme und ich sage euch, bald wird die Hochzeit gefeiert werden hier in Istanbul und bei deinen Eltern in Indien. Na, die werden sich freuen. So viel Glück, nur weil der Reiche mir die paar Piaster geschenkt hat. Wo ist der Reiche? Ich muss den Reichen sehen. Der Sohn des Padischahs von Indien bittet dich, sein Schatzmeister zu werden. Ich kenne keinen Padischah von Indien. Scher dich weiter. Dreh dich um. Da steht der junge Padischah. Du? Der Sohn des Padischah? Du, der Grindkopf? Das sehe ich nicht mehr recht. Hat mich über Nacht das Alter blöd gemacht? Du siehst recht. Ja, ich bin's. Ich habe das versprochene Kunststück zu Ende gebracht. Sagte ich nicht, gib mir 4 Piaster? Das Kunststück ist dir gelungen. Wenn es dir auch in Zukunft gelingt, ähnliche Kunststücke zu vollbringen, wird dein Schatzmeister nicht schlecht dastehen. Ich werde dich begleiten. Lieber Grind auf dem Kopf, als keinen Grips im Kopf. Komm, gib dem neuen Padischah von Indien die Hand. Und nun soll deine erste Aufgabe sein, dem Bademeister, dem Pastetenbäcker und dem Tabakhändler eine Belohnung aus dem Staatsschatz auszubezahlen.